Aloha zusammen und ich begrüße euch zur ersten Episode meiner NBA 2K14 Karriere auf der PlayStation 4. Ja, endlich ist es soweit. Meine PS4 stand schon seit Mitte Dezember bereit, konnte aber nicht genutzt werden wegen dem HDCP-Patch. Alles schon in der laufenden Old-Gen, kann man schon sagen, Serie, alles erklärt. Und ja, jetzt habe ich mir den HDMI-Splitter geholt, also er ist heute Mittag angekommen. Hab bis zum Draft alles aufgenommen und das jetzt in 3 Folgen unterteilt. Und ja, wir starten einfach mal rein. Ich mal gucken, ich weiß gar nicht, was ich so erzählen soll, denn die erste Folge wird kein Gameplay enthalten, leider Gottes, denn für die meisten, weiß ich nicht, ob sie es wissen oder nicht, auf jeden Fall erkläre ich es nochmal. Also die Karriere in der Next Gen, also in der PS4-Version, unterscheidet sich richtig, also erheblich von der Old Gen. Und zwar ja, durchlebt man hier wirklich das Leben eines aufstrebenden NBA-Stars. Also es ist wie ein kleines Rollenspiel, kann man sagen. Es wird eine Geschichte um den eigenen Spieler gestrickt, mit Rivalität, mit Sponsoren und dann noch so ja, Aktivitäten neben dem Platz, also sprich Presse. Man hat mit Verletzungen zu kämpfen, also alles, was im echten Leben eines NBA-Stars halt passiert. Und ja, das wird alles hier geboten, also wer das noch nicht gesehen hat, der wird sich hier auf einiges freuen können. Ich verfolge das auf dem englischen Kanal oder auf den englischen Kanälen bzw. auf den amerikanischen, da ich ja ziemlich interessiert war, wie das alles aussieht. Da kam ja auch die Next Gen wesentlich früher raus und ihr seht, wie mein Spieler gegen Ende aussieht. Ich habe mir mal etwas mehr Bling Bling dieses Jahr angeeignet. Ich finde, der sieht ziemlich stark aus mit den Dreadlocks, mit dem Pferdeschwanz und dann in den kahlrasierten Seiten. So ein bisschen Feuer reingeschnitzt, sieht ziemlich gut aus, finde ich. Und ja, wenn euch das nicht gefällt, ich kann das ja immer noch ändern. Aber ich finde, es sieht ziemlich stark aus, auch auf dem Feld. Und ja, hier seht ihr, ja, wie ich den Spieler halt modifiziere, welche Position. Das wird wie gehabt bleiben, denn meine Lieblingsposition ist einfach Point Guard. Das spiele ich am liebsten, einfach Ballverteiler, ich bin gerne am Ball. Und dieses Jahr werde ich mich erheblich mehr auf Assist konzentrieren, denn ich habe mir da schon ein paar Spielzüge rausgelegt. Okay, was heißt Spielzüge? Ich spiele gerne Pick and Roll, was dieses Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Und ihr seht, der Spielstil ist athletisch. Also ich werde punkten und versuchen auch Assist zu machen. Also ein Teamspieler und auch ein Spieler, der auch gern mal zum Korb ziehen kann. Größe 1,91, 84 Kilo, wie auch auf der Old Gen Rose behaftet. Also Derrick Rose Werte habe ich übernommen. Spitzname Primetime, wie gehabt. Ich finde ihn einfach geil, wenn er von den Kommentatoren ausgesprochen wird. Nummer 13 aus Deutschland, Händigkeit rechts und bevorzugte Dunkhand ist in dem Fall egal. Geburtsjahr 92, wie ich in echt auch halt geboren bin. Und ja, das war es eigentlich soweit, denn jetzt von, also wenn man seinen Charakter soweit erstellt hat, das Aussehen, die einzelnen ja, Details, dann wird man sofort in die Story entführt, die jetzt anfängt und ich lasse euch damit allein. There it is, that's what I'm talking about. Come on, let's get this thing. Get in there. Yeah. Man, let's go. Go, go. Let's get this thing. Easy money. That's what I'm talking about. It's on fire. Ah, gotta hit that follow through. Come on, man. Come on, let's get one more. Let's get one more. Burn. Is calling me, but I gotta keep working, gotta keep proving myself. It all starts with me. This is my story, and I ain't gonna let nobody write it but me. My career, my legacy begins right here, right now. Man, I've been looking all over for you, man. Should have known you'd be here. Yo, man, just putting in some work. What up, man? This is what's up. Bam! Yo,
Is that what I think it is? The NBA Rookie Showcase, New York City, baby! That's the shot we've been waiting for. Oh my God, man. Just one step from the NBA. Hey, look, man. This is exactly the shot we needed, man. You bring it in the showcase, and you are guaranteed to go in the first round, man. Guaranteed. Yo, you know I'm gonna be ready, man. That's why I've been out here for the past 2 hours putting in this work. Yo, man, this is what I've been fighting my whole life for. Hey, man, you earned it. You deserve it, man. You about to light up the stage and play your way right to the big show. Yo, man, you just trying to get that fat agent's fee, man. Hey, whoa. Look at me, dawg. Look at me. You know it ain't got nothing to do with that. I'm saying this because I'm a fan, man. I believe in you. All right, man, I'm feeling you. Well, look, I got 3 weeks to get out there and do my thing, so why don't you roll out? Let me get back out here, do what I do best. Hey, unless you want to hang around Shaq's and Balls, do what you do best. Oh, that's a low blow. Especially since I remember a certain city championship, huh? Will yours truly save the day when you went out with foul trouble? Yo, man, that was the sixth grade, man. I'm a hero. All right, man, I'm gonna give you that one. All right, man, yo, I'll catch up with you later, all right? I got some calls to make, including planning our trip to NYC, all right? Hey, don't burn yourself out now. We need you fresh. Ain't happening, man. I was born for this, man. I'm ready. Captain speaking, we have begun descent for our on-time arrival into New York. Please prepare for landing and enjoy your stay. Also ein extrem vielversprechender Anfang hier, total geil inszeniert von 2K. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, wow, total geil gemacht, geile Idee und es kann einfach nur besser werden. Und zwar ja unser Agent, unser langjähriger Freund, hat uns halt eine Einladung zum Showcase halt, besorgt. Mein Gott, jetzt hat mir das Wort gefehlt. Und ja, wir werden da jetzt hinfliegen, sind im Flugzeug und ihr seht, ich habe 8.800 WC schon angespart, also ich habe ein bisschen online gespielt und Co. und investiere das, bevor der Showcase losgeht, was ich ziemlich genial finde, da man die Möglichkeit vor dem Spiel halt hat, sich in den Attributen jeweils zu verbessern. Auf jeden Fall pumpe ich das jetzt ordentlich rein. Mein anfänglicher Overall-Wert betrug gerade mal magere 64, also ziemlich happig. Und da kamen mir die gesparten WCs natürlich recht und ich hatte auch das Ziel, die am Anfang der Karriere auf der PS4 in meinen Spieler reinzupumpen. Im Hintergrund seht ihr, in welche Rubriken die WCs halt geflossen sind. Ich habe es aber natürlich hier auch nochmal auf einer Liste stehen, damit für die, die da keinen Bock haben, hier alles aufzuschreiben, ist gut gesagt, die das so nicht behalten können. Dafür habe ich die Liste halt gemacht und das lese ich jetzt mal kurz vor. Auf jeden Fall 16 WC, also 16 Punkte. WCs waren es natürlich wesentlich mehr. Zu den Ballhandling geflossen, 15% in Ballsicherheit, also zur Vorbeugung von Turnover, 15 in Wurfmittel, also Midrange Jumper gehören ja auch zu meinem Spiel, 19 in Passen, also für einen Point kann natürlich essentiell. Wurf im Bedrängnis plus 30, das war so mager, da konnte ich mir glatt 30 Aufwertungen leisten. Jeweils 10 in Korbleger und Dank auch für mich, der gerne die Zone zieht, ziemlich wichtig. Und die restlichen WC gingen Stil, also rundherum alles so aufgebaut, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Hier seht ihr nochmal Hall of Fame, die Schwierigkeit und eine Viertellänge von 12 Minuten. Und jetzt gehen wir in die Rookie-Präsentation. Hey, how you doing? Ready to get out there and show them what you made of? Yeah, ready as I'll ever be, Coach. Look, I don't need to tell you this is a huge opportunity for you and everyone else playing this game. You make a good impression, you'll be a lock for the first round. Don't get ahead of yourself. Right now, just focus on playing your game and showing everyone what you can do. Oh, I will, Coach. This is what I was born to do. Time to let the world know. All right, listen. Before we get out there, I want to talk to you one more time about Jackson Ellis. You'll be matched up against him for most of the game. It's inevitable the scouts will be trying to see who will make the better pro.
I can tell you firsthand, he's not a player you want to take lightly. You up for the challenge? Yeah, I know it's not going to be easy. I got some respect for Ellis and his game. Yeah, I'm going to do my best to shut him down, though. It's going to be quite the battle. Sounds like your agent has you well prepared to deal with life in the spotlight. Either that, or you're one of the most well-adjusted kids I've ever dealt with over these years. Just be ready for Ellis, okay? And we got a game to play. See you out on the court. Hey, man, you ready for this? What's up, Jackson? Yeah, I'm ready. I didn't expect to see you till we got out on the court, though. Yeah, well, it looks like they're gonna have us match up for most of the game, so I just wanted to let you know I ain't gonna be taking it easy on you. Vor dem Spiel treffen wir dann also auf unseren Rivalen Jackson Ellis das erste Mal und haben jetzt die Chance hier zu antworten, entweder etwas provokativ oder doch professionell und abgeklärt. Da ich eher ein freundlicher Zeitgenosse bin, antworte ich da etwas abgeklärter und professioneller. Not expecting you to, man. This is a big night for both of us. Hey man, I've seen enough of your game to know that me and you are going to be competing for the same teams. So we just gotta go out there, do what we do best, and see how it all plays out. Feel me? All right. Take it the easy way out then. You might not want to do that on the court though, or I end up owning you out there. Hey, how's it going, Jack? I think they're ready for you out there. Oh, this is your agent. Good luck with that, bro. What? Oh, wait. Hold on. Don't let him get in your head. Hey, focus on the game. We'll be seeing plenty more of him in the future. Dann lassen wir uns doch ein bisschen gegen Ende der Konversation provozieren und unser Coach bzw. unser Coach ist natürlich nicht, sagt, konzentrier dich auf das Spiel, wir werden ihn zukünftig sicher öfter sehen und wieder kann ich da abgeklärt antworten oder dem Kerl den Krieg erklären und ich sag, okay, alles ist cool. Yeah, I'm cool. Yeah, you're right, thanks, man. Remember, man, I'ma always look out for you, alright? Right. Now, get focused on the right thing, huh? The NBA, the dream, right now. You take it, and don't let nobody stand in your way. You right, dog. Thanks, bro. Here we go, baby. Alright, man, you got this, boy. Woo! Hey, you take it. This is your dream now. Also vor dem eigentlichen Rookie-Showcase, vor dem entscheidenden Spiel, welchen Stellenwert beim Draft wir einnehmen werden, nochmal genug Gesprächsstoff und genug Ärger. Also das mit Jackson Ellis wird sich noch hinziehen. Die Rivalität beginnt ja jetzt gerade erst und unser Agent hat uns da nochmal beruhigt und wir schreiten jetzt allmählich zum Spiel. Aber das kommt erst in der nächsten Episode, sonst sprengen wir hier noch fast die 20 Minuten. Nein, Quatsch, fast. Wir würden die 20 Minuten locker sprengen, sogar noch die 25 Minuten. Und das ist ja nicht im Interesse aller. Und ich glaube, so lange Videos darf ich gar nicht hochladen. Auf jeden Fall werde ich die zweite Folge jetzt direkt im Nachhinein auch aufnehmen, damit ihr sofort die nächste Folge genießen könnt. Und dafür sage ich dann erstmal bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuschauen. Ciao.